Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4 die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes, Drucksache 19/6547 aus 19. Und für die Landesregierung erteile ich Herrn Dr. Dippel zur Einbringung das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Hessische Rettungsdienstgesetz ist befristet bis zum 31.12.2018, wurde erstmals novelliert im Dezember 2010 und weiterhin am 2.12.2012. Wir verfügen über ein eigenes Rettungsdienstgesetz. Es regelt die Sicherstellung des Rettungsdienstes als Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr. Ich glaube, während der Geltungsdauer kann man sagen, dass das Gesetz eine gute Grundlage für die Entwicklung und den Betrieb des Rettungsdienstes in Hessen geschaffen hat. Und deshalb ist es auch wichtig, natürlich in den vergangenen 6 Jahren einfach einmal zu bewerten, was hat sich denn insgesamt verändert, also die praktische Seite dieses Dienstes. Ich stelle fest, die Hilfsfrist von 10 Minuten bleibt bestehen. Wir haben einen Erreichungsgrad von 88,58% erreicht. Ich denke, das ist eine gute Quote, die es natürlich immer noch zu verbessern gilt. Wir haben die Umsetzung der Dienstleistungskonzessionsrichtlinie der Europäischen Union mit aufgenommen. Stichwort ist die Wettbewerbsbeschränkung insgesamt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil insgesamt, denn Rettungsdienst, Leitstelle dienen auch dazu, den Schutz der Bevölkerung auch in den Mittelpunkt zu stellen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir etwas zur Zusammenarbeit gesagt haben der Hilfsorganisationen. Wir haben die zentralen Leitstellen, die, wie schon gesagt von mir, eine breite Aufgabe übernehmen im Brandschutz, technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz, Alarmierung, Koordinierung, Notrufe, Einsatzlenkung und insgesamt. Und deshalb ist Artikel 6 vorgeschrieben, dass wir diese Aufgaben ein wenig präzisieren und auflisten, damit auch die Zuständigkeit insgesamt geklärt wird. Wir haben im Grunde genommen festgestellt, dass viele Menschen, die in Not geraten sind, Beratungen brauchen, die dort anrufen bei der Notzentrale und irrtümlicherweise dann im Grunde genommen dort behandelt werden, wo sie nicht behandelt werden sollen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, bei den zentralen Leitstellen Professionen zu schaffen, die das insgesamt entscheiden können. Ich denke, die anschließende Aussprache wird dazu dienen, noch weiterhin zu dem Gesetz Stellung zu nehmen, und will es auch damit belassen, dass ich ausdrücklich feststellen darf, dass die Dinge, die in den Jahren aufgetaucht sind, hier mit eingearbeitet worden sind, die negativ waren, versuchen wir zu korrigieren. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Beteiligten mit einfließen lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich will aber eines noch hinzufügen. Ich danke ausdrücklich den Menschen, die im Rettungsdienst tätig sind, Tag und Nacht, und den Menschen, die in Not zur Verfügung stehen. Keine einfache Aufgabe, aber ich glaube, das ist schon gut bewerkstelligt. Vielen Dank für die Einbringung. Danke, Herr Dippel. Da es Irritationen gab, will ich als erstes einmal sagen, wenn sich die Landesregierung zu Wort meldet, kriegt die Landesregierung das Wort erteilt. Jetzt zur Geschäftsordnung, Herr Rudolph. Einmal drücken, bitte. Jawohl, Herr Präsident. Ich wollte auch noch einmal nachfragen, ob wir bei dem richtigen Tagesordnungspunkt Top 4 sind. Erste Lesung, Gesetzentwurf von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes. Ist das so? Herr Geschäftsführer der SPD, genau diesen Tagesordnungspunkt habe ich aufgerufen. Von daher befinden wir uns genau in diesem Tagesordnungspunkt. Jetzt hat sich Herr Bellino zur Geschäftsordnung gemeldet. Der Kollege Rudolph ist ja immer ganz aufmerksam und aufgeregt. Über die Aufmerksamkeit freue ich mich. Die Aufgeregtheit möchte ich etwas reduzieren. Selbstverständlich kann die Regierung zu jeder Zeit das Wort ergreifen. Das hat sie jetzt getan. Und zum Zweiten wird natürlich CDU, BÜNDNIS 90 den Gesetzentwurf noch einbringen. Wenn Sie also noch einen Moment innehalten, noch einen Moment warten, dann werden Sie die Einbringungsrede zu diesem Gesetzentwurf hören. Danke. Ich habe jetzt keine Anträge erkannt, die wir hier abstimmen müssen. Deswegen fahren wir in der Debatte fort.
Es hat zumindest dazu geführt, dass wir jetzt mittlerweile Wortmeldungen vorliegen haben. Und ich erteile Herrn Bocklet für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde es doch auch ganz angenehm, mal, wenn bestimmte Rituale durchbrochen werden. Sie sorgen doch für eine bestimmte Belebung und für eine gewisse Heiterkeit. Deshalb stehe ich auch in der Reihenfolge jetzt hier, obwohl ich mir auch eine andere Reihenfolge gewünscht hätte. Aber auch Frau Dr. Sommer, Sie hätten auch gerne zuerst reden können. Aber das ist ja mal ein schönes Durcheinander gekommen, und das ist ja alles nicht so schlimm, weil ich finde, jetzt obliegt mir die Ehre, diesen Gesetzentwurf als erster Redner der Regierungsfraktion einzubringen. Das mache ich gerne. Er ist in der Tat, wie ich finde, notwendig, aber auch durchaus überschaubar. Und er ist natürlich wie immer sehr gut, wenn wir ihn einbringen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann lassen Sie mich etwas formaler machen, weil das gehört sich selbstverständlich auch so angesichts eines so ernsten Themas. Das Hessische Rettungsdienstgesetz vom 16. Dezember 2010 ist noch bis zum 31. Dezember 2018 gültig. Es hat sich gezeigt, dass es eine gute Grundlage ist für die Entwicklung und den Betrieb des Rettungsdienstes in Hessen. Das ist tatsächlich von allen Seiten bestätigt. Dennoch bedarf es einiger weniger Anpassungen, die werden dort vollzogen. Natürlich bleibt das Ziel, dass es weiterhin in gewohnter Weise des Rettungsdienst in Hessen leistungsfähig bleibt, und die Vergabe der Leistungen sind natürlich rechtlich sicherzustellen. Dort werden wir mit zwei wichtigen Punkten konfrontiert. Einer davon ist die sogenannte und leicht auszusprechende Dienstleistungskonzessionsrichtlinie der Europäischen Union, die über das Gesetz der Wettbewerbsbeschränkungen jetzt eingegriffen hat, und dementsprechend brauchen wir Anpassungen. Also insofern ist der Rettungsdienst in Hessen in der Frage originäre Aufgabe im täglichen Einsatz bei der Behandlung und dem Transport von Notfallpatienten, wo er ein integraler Bestandteil eines umfassenden Bevölkerungsschutzes ist und in denen die Gesundheit von Menschen gefährdet ist, bleibt er auch, soll er auch. Und deswegen soll dieser Gesetzentwurf damit Rechnung tragen, indem die freien, gemeinnützigen und privilegierten Hilfsorganisationen nun namentlich genannt werden. Das ist kein wahrlich revolutionärer Vorgang, aber er ist notwendig und erfolgt analog der Nennung, wie es im Zivil- und Katastrophenhilfegesetz und im Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vorgesehen wird. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass in die zentralen Leitstellen jetzt nach Rücksprache mit einem Ärztin oder einem Arzt nach dem jeweiligen Gesundheitszustand des Patienten notwendigen Maßnahmen veranlassen können. Ziel ist es, Fehleinsätze des Rettungsdienstes zu reduzieren. Das ist ein Problem, das oftmals für uns alle überraschend immer mehr Menschen den Rettungsnotdienst anrufen, wo es nicht notwendig wäre. Das ist ähnlich so, wie dass viele Menschen jetzt die Krankenhäuser aufsuchen, obwohl sie eigentlich eine Hausarztpraxis aufsuchen sollten. Das ist eine Parallele. Und hiermit ermächtigen wir die zentralen Leitstellen, das eben mit einer Rücksprache mit einem Arzt unter Umständen eine andere Maßnahme einzuleiten, als dort den Rettungsdienst hinzuschicken. Und ein dritter Punkt ist, dass es bei bestimmten Gefahrenlagen jetzt auch möglich wird, den Rettungsdiensten die Vorhaltung kurzfristig zu erhöhen, wenn z.B. bei besonderen Gefahrenlagen oder besonderen hohen Einsätzen es tatsächlich notwendig ist, um diese Probleme zu bewältigen. Die Erhebung von Patientendaten ist ein vierter Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, gerade aus den Erfahrungen der Opfer des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz. Für die Arbeit aller an der Gefahrenabwehr beteiligten Organisationen ist es von großer Bedeutung, auf eine einheitliche Datenbasis zurückgreifen zu können. Das gilt insbesondere für die Verständigung und Information von Angehörigen der Opfer. Das wird ebenfalls bearbeitet. Und schließlich und letztlich möchte ich bemerken, als fünften Punkt, die ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes übernehmen im Hessischen Rettungsdienst vielseitige Aufgaben. Dazu zählen neben der Mitarbeit in der Bedarfsplanung und der Erarbeitung von Konzepten für besondere Einsatzleitungen auch die Schulung und Fortbildung von Notfallsanitäterinnen und Sanitätern. Und deswegen sind diese umfangreichen
Arbeiten notwendig. Aber wir sind der Meinung, den ärztlichen Leitern sollte auch ein entsprechendes Zeitkontingent zur Verfügung gestellt werden. Zukünftig wird daher im Gesetz geregelt, dass für die ärztlichen Leitern mindestens eine halbe Stelle zu berücksichtigen sind. Sie sehen, es sind nicht viele und es sind keine revolutionären Vorschläge, aber sie sind notwendig, sie reformieren, sie passen an. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es ein solides Gesetz. Wir gehen mit erhobenen Hauptes und sehr optimistisch in die Gesetzesberatungen, hoffen auf eine größtmögliche Zustimmung des Hauses. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön. Danke, Herr Bocklet. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Dr. Sommer gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Hessische Rettungsdienstgesetz ist bis zum 31.12. befristet. Das haben wir ja gerade schon gehört. Das Gesetz läuft aus, das ist bekannt, und jetzt wird es im Hauruck-Verfahren ohne ordentliche Anhörung der Landesregierung deswegen als Fraktionsgesetz eingebracht. Und man hat es ja eben schon gesehen. Sie haben es schön dokumentiert, dass erst der Dr. Dippel spricht und dann die Fraktionen. Herzlichen Dank dafür. Neben redaktionellen und Formulierungsänderungen geht es darum, dass die Krankenhausgesellschaft beispielsweise als Mitglied des Landesbeirates aufgenommen werden soll. Das finden wir gut. Als Schnittstelle zwischen Rettungsdienst und Krankenhäusern erscheint das erst einmal als sinnvoll. Warum die Ersatzkassen aber gestrichen werden bzw. unter die Leistungserbringer subsumiert werden und warum man das nicht schon vorher gemacht hat, erschließt sich uns noch nicht. Da fehlt auch, wenn wir ganz ehrlich sind, Ihre Begründung im Gesetzestext. Aber sicherlich werden wir in der Anhörung all das eruieren können. Uns würde auch in erster Linie interessieren, wie Sie mit beispielsweise den Ersatzkassen, weil die sind ja betroffen, gesprochen haben, wie Sie sie eingebunden haben. Oder stimmt es etwa, dass die Betroffenen weder eingebunden noch informiert wurden? Das kritisiert nämlich beispielsweise auch die Landesärztekammer. Und sicherlich haben Sie auch die Nachrichten von den Verbänden erreicht, die eben nicht angehört worden sind, was natürlich dem geschuldet ist, dass es ein Fraktionsgesetz und nicht eines der Landesregierung ist, meine Damen und Herren. Hätten Sie die Verbände angehört, wüssten Sie, dass die Landesärztekammer einen Sitz im Landesbeirat haben möchte. Auch darüber können wir sicherlich in der Anhörung reden. Und auch § 8 mit der kompletten Streichung unter Punkt 3 leuchtet zunächst nicht ein. Möglich wäre ja gewesen, den Text einfach anzupassen. Das machen Sie nicht. Sie streichen das einfach und sagen, jetzt kommt ein Erlass bzw. eine Rechtsverordnung, die ist uns, meine Damen und Herren, aber leider bis zum heutigen Zeitpunkt auch noch nicht bekannt. Darin wollen Sie alles Nähere regeln. Ich hoffe, dass Sie da wirklich Licht ins Dunkle bringen können und uns mitteilen, ganz konkret, worum geht es in der Rechtsverordnung, damit wir uns dann auch transparent miteinander über die einzelnen Punkte auseinandersetzen können. Und stimmt es, dass Sie mit der Formulierung von Ihnen in § 5 die bisherige bevorzugte Beauftragung der im Katastrophenschutz aktiven Organisation mit der Durchführung des Rettungsdienstes aufgeben wollen bzw. dem freien Markt preisgeben wollen? Ist das tatsächlich von Ihnen so gewollt? So liest es die Landesärztekammer. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall Diskussionsbedarf, meine Damen und Herren. Ich möchte diese Debatte auch noch einmal nutzen, um auf das schon besprochene Notfallsanitätergesetz einzugehen. Wir wissen, das hat in 2014 begonnen. Bis 2020 müssen alle Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern ausgebildet sein. Es gibt aus der Praxis ständig wieder die Information, dass diese Frist nicht eingehalten werden kann. Die Landesregierung, so jedenfalls Herr Minister Grüttner, der heute nicht da sein kann, ist davon überzeugt, dass die Frist eingehalten werden kann. Ich möchte aber noch einmal festhalten, dass wir uns hier noch einmal, genau wie beim Hebammenmangel, den Sie immer verweigert und nicht gesehen haben, uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir die Versorgung mit Notfallsanitätern sichern. Das ist wichtig, nicht nur
für den Ballungsgebiet, vor allen Dingen auch für den ländlichen Raum und für ganz Hessen, meine Damen und Herren. Denn gerade in diesen Bereichen herrscht ja heute schon Fachkräftemangel, und deswegen kann der können dann durch das Notfallsanitätergesetz oftmals fehlende Kompensation der Ausfallzeiten nicht gewährleistet werden. Und deswegen sind wir für eine Fristverlängerung. Wir wollen in Zukunft gut ausgebildete Notfallsanitäter für eine flächendeckende Versorgung. Schade ist, dass Sie die Möglichkeit nicht genutzt haben von Schwarz-Grün, dies hier entsprechend in § 18 festzusetzen. Einen letzten Punkt möchte ich noch aufgreifen, den Schwarz-Grün erneut nicht berücksichtigt hat. Das ist die Zusammenlegung der Leitstellen. Hier geht es um den Rettungsdienst und den ärztlichen Notdienst. Da gab es Pilotprojekte, die waren erfolgreich. Auch der Marburger Bund hat sich für integrierte Leitstellen ausgesprochen. Auch das hätte man hier noch einmal benennen und berücksichtigen können. Und ein allerletzter Punkt, das ist aber ein formaler. Leider haben Sie vergessen, durchzunummerieren. Ich glaube, uns hätte man diese Kritik gespiegelt. Deswegen dies nur als kleinen Hinweis am Rande. Und zum Schluss möchte ich, so wie Dr. Dippel, auch noch einmal allen, die im Rettungsdienst tätig sind, herzlich für ihre Arbeit danken. Diese Arbeit gebührt unser aller Anerkennung und Wertschätzung. Ihre Arbeit ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Das Wort hat der Kollege Bodo Pfaff, Greifenhagen, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich spreche auch zu dem Gesetz, das CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hier und was mein Kollege Bocklet eingebracht hat. Das Hessische Rettungsdienstgesetz verliert zum 31. Dezember dieses Jahres seine Gültigkeit. Es muss reformiert werden, und nicht etwa, weil es sich nicht bewährt hätte. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Da aber auch das Rettungswesen einer Dynamik unterliegt, werden wir mit der Novellierung einige Änderungen vornehmen, um es den heutigen Gegebenheiten anzupassen und vor allen Dingen auch mit dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz in Einklang zu bringen. Lassen Sie mich aber zunächst und vorneweg den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Rettungskräften in unserem Land den Dank aussprechen. Denn ohne sie wäre, wie im Gesetz zitiert, ein umfassender Schutz der Bevölkerung in allen Situationen, in denen die Gesundheit von Menschen in Gefahr ist, nicht denkbar. Und genau aus diesem Grund haben wir das Ehrenamt auch in unsere Verfassung aufgenommen. Und bei meinen Besuchen bei den Rettungsdiensten treffe ich regelmäßig auf ein unglaublich großes Engagement, eine herzliche Hingabe an die Sache und, was noch viel wichtiger ist und schwerer wiegt, den ungebrochenen Willen bei sowohl den ehrenamtlichen als auch den hauptamtlichen Kräften zur permanenten Fort- und Weiterbildung, um immer den letzten Stand der technischen und medizinischen Hilfeleistung zu beherrschen. Die Männer und Frauen des hauptamtlichen Rettungsdienstes sind rund um die Uhr, an Wochenenden, an Feiertagen, in den Ferien, für uns da, im bodengebundenen Rettungsdienst, bei der Wasserrettung, in der Luftrettung und auch in der Bergrettung. Sorgen Sie dafür, dass wir uns im Alltag und in unserer Freizeit sicher und unbeschwert bewegen können, weil wir stets auf Ihre Hilfe und Ihren Sachverstand zurückgreifen können. Und jetzt, Frau Kollegin Sommer, obliegt die Mitwirkung im Rettungsdienst denen, die auch im Katastrophenschutz mitwirken und die in dem Fall von Großschadenereignissen und Katastrophen die Fähigkeit haben, das nennt man dann diese Aufweitung, nämlich die Fähigkeiten haben, die Präsenz, die Einsatzbereitschaft,
die Verfügbarkeit und die Durchhaltefähigkeit der eingesetzten Kräfte flexibel und zeitgerecht sicherzustellen. Das sind natürlich die Hilfsorganisationen, die über ein großes Mehr an Personal verfügen und an ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften verfügen, die dann in diesem Fall eingesetzt werden können. Und durch die Umsetzung dieser Dienstleistungskonzessionsrichtlinie in nationales Recht ist es nun notwendig, die frei gemeinnützigen Organisationen auch im Gesetz zu benennen. Und da sprechen wir jetzt ganz klar vom Arbeiter-Samariter-Bund, von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, vom Deutschen Roten Kreuz, von der Johanniter-Unfallhilfe, vom Malteser Hilfsdienst und auch vom Bundesverband der eigenständigen Rettungsdienste. Und auch da Analogie zum Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz. Des Weiteren wird im neuen Gesetz geregelt, dass die zentrale Leitstelle die Disposition eines Einsatzes auch erst nach Rücksprache mit einem Arzt oder einer Ärztin durchführen kann, um das knappe Gut Notfallrettung optimal einzusetzen. Dies kann dann beispielsweise dazu führen, dass statt eines Notfalleinsatzes der Einsatz eines ärztlichen Bereitschaftsdienstes erfolgt. Und was hier so statisch klingt, wird dann klar, wenn man sich mit den Rettungskräften unterhält, die von einer hohen Zahl von Bagatelleinsätzen berichten, bei denen mit Sondereinsatzsignal durchgeführte Einsätze dann zum Schluss zur Diagnose führen, erhöhte Temperatur und leichte Schürfwunden. Dies bindet Rettungsmittel, die an anderer Stelle dringend benötigt werden, und es gefährdet vor allen Dingen die Rettungskräfte und die Bevölkerung. Den Leitstellen diese Möglichkeit zu geben, wohlgemerkt nach ärztlicher Konsultation, ist eine sehr sinnvolle Erweiterung dieses Gesetzes. Bei Transporten innerhalb eines Klinikverbundes stellen wir klar, dass unter den selbst durchgeführten Krankentransporten zu verstehen ist. Hier war es in der Vergangenheit geübte Praxis, auch bei weit entfernt liegenden Betriebsstätten mit klinikeigenen Krankentransporten diese zu versorgen. Zukünftig wird dies nur noch innerhalb eines Standortes möglich sein und damit in einem klar umschriebenen, abgegrenzten Bereich, für den dann dieses Gesetz auch keine Anwendung haben wird. Für die Träger des Rettungsdienstes in Hessen schaffen wir die Möglichkeit, bei besonderen Einsatzlagen die Vorhaltung von Rettungskräften und Rettungsmitteln kurzfristig zu erhöhen, und zwar so lange, bis die reguläre Vorhaltung dann wieder greift. Dies trifft z.B. einen flächendeckenden Eisregen oder auch größere Unwetter, vor allen Dingen Situationen, bei denen ein plötzlich erhöhter Abwicklungsbedarf zur Folge hat. Bei der Erhebung der Patientendaten erweitern wir die Weitergabe der Daten um zwei Punkte, die sich aus der Abarbeitung des Einsatzes nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ergeben haben. Leider muss auch diese schreckliche Aktualität in diesem Gesetz berücksichtigt werden. Die Weitergabe der Daten ist nun auch zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung möglich. Und die Daten können zur Personenaufkunft an die Sicherheitsbehörden weitergegeben werden. Damit wird sichergestellt, dass eine möglichst schnelle Information an Angehörige nach Großschadenereignissen gewährleistet werden kann. Zu guter Letzt wird die zukünftig im Gesetz geregelt, dass für die ärztlichen Leiterinnen und Leiter mindestens eine halbe Stelle geschaffen werden muss. Bisher war hier im Gesetz nur von bis zu einer halben Stelle die Rede. Damit berücksichtigen wir die vielseitigen Aufgaben der Leiterinnen und Leiter im Bereich Einsatz, Aus- und Fortbildung und Schulung und verschaffen ihnen ein entsprechendes Zeitkontingent, was diesen Anforderungen entspricht. Mit der Novellierung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes schaffen wir eine gute Grundlage für den dynamischen Wandel in diesem Bereich und stellen den Rettungsdiensten eine moderne und auf sie zugeschnittene Rechtsgrundlage zur Verfügung für ihren täglichen, engagierten und aufopfernden Dienst. Ich darf Sie daher um die Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf bitten. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Kollege. Das war die erste Rede des Kollegen. Herr Bodo, herzlichen Glückwunsch dazu. Das wird nicht die letzte sein. So, wir machen weiter. Das Wort hat die Frau Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich möchte mich, bevor ich in die inhaltliche Debatte einsteige, an dem Dank bei all denen, die im Rettungsdienst tätig sind, bei den Fahrern von Krankenwagen, bei den Verbänden und den Organisationen, bei den Notfallseelsorgern und bei den vielen Ehrenamtlichen bedanken, ohne die diese Arbeit nicht möglich wäre. Applaus
Nur mit einem gut koordinierten und tatkräftigen Einsatz aller Beteiligten, natürlich auch derjenigen in Krankenhäusern und Arztpraxen, wird es möglich, Menschenleben zu retten, Leiden zu mindern und Krankheitsfolgen abzuschwächen. Ihnen gebührt für diese verantwortungsvolle Tätigkeit und Ihren persönlichen Einsatz unser voller Dank. Man muss sich einfach einmal überlegen, da arbeiten Menschen Tag und Nacht und auch am Wochenende. Das gebührt Respekt. Und ohne Engagement, das über die normale Pflichterfüllung hinausgeht, würde diese Gesellschaft nicht zusammengehalten werden. Ohne Anerkennung der geleisteten Arbeit geht es allerdings auch nicht. Deshalb setzen wir uns auch für eine gute Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen derjenigen ein, die im Rettungsdienst und Gesundheitswesen tätig sind. So sehr ich die Arbeit der Rettungsdienste loben kann, mein Unverständnis über diese Gesetzesvorlage muss ich allerdings deutlich machen. In Eilausfertigung, ich weiß nicht zum wievielsten Male, kommt eine Gesetzesänderung um die Ecke, die erkennen lässt, dass festgestellt wurde, huch, das Gesetz endet 2018, das Gesetz läuft aus. Wenn wir schon das Parlament und die parlamentarischen Abläufe nicht ernst nehmen, dann beschäftigen wir doch einmal die Opposition kurz vor und nach der Sommerpause mit einem Gesetz, an dem sie herumkauen können, bis sie vielleicht den Kern finden. Die angeblich wichtigen Bestandteile sind, aus dem Wort Notfallversorgung wird jetzt Notfallrettung. Statt zusammenwirken soll der jetzt eng zusammengearbeitet im Gesetz stehen. Hilfe ersuchen wird durch Notrufe und Notfallmeldungen ersetzt. Rettungswagen wird durch Kranken- und Rettungstransport ersetzt. Das erhöhte Einsatzaufkommen bei Eisregen wird geregelt. Die Krankenhausgesellschaft soll nicht nur im Gaststatus im Landesbeirat bekommen. Es erfolgt Angleichung an andere Gesetze. Überschriften werden präzisiert. Das musste mit einer Eilausfertigung gemacht werden, unbedingt. Und die Jahreszahl 2018 wird durch 2026 ersetzt, ganz wichtig. Das ist nämlich der eigentliche Kern. Es gibt auch wichtigere Änderungen, wobei es mir manches in diesem Gesetz nicht erschließt, warum dies hier und nicht in der Verordnung geregelt werden muss. Wichtiger sind Regelungen zur Vergabe der Leistungen. Ein Verwaltungsmonopol ist sinnvoll und notwendig. Gerade in Zeiten des europaweiten Ausschreibungswahns ist es notwendig, zu betonen, dass Rettungsdienste mit Eigenbetrieben oder Feuerwehren selbst durchgeführt werden können. Warum die Luftrettung davon aber ausgenommen sein soll und sich hier Ausschreibungsverfahren erforderlich scheinen, erschließt sich mir von der Sache her nicht. Wenn man das eine kann, kann man das andere auch. Die Einrichtung einer Personenauskunftsstelle für Betroffene und deren Angehörige bei Großschadensereignissen wie Flugzeugabstürzen oder Unfällen in industriellen Großanlagen oder Wetterkatastrophen ist sicher eine sinnvolle Einrichtung. Allerdings muss hier gewährleistet sein, dass es wirklich nur um die Angehörigen geht und nicht, dass irgendeine Sensationslust bedient wird. Hier wurde auch der Datenschutzbeauftragte einbezogen. Unklar ist mir allerdings noch, was Sie mit der Regelung in demselben § 17 beabsichtigen, die den Datenschutz zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung aussetzen soll. Was bezwecken Sie damit? Wenn sich eine Gefahrenlage ergibt, wird der Rettungsdienst die Polizei zu dem Geschehen dazurufen. Was sollen die Rettungsdienstmitarbeiterinnen Ihrer Meinung nach darüber hinaus tun? Wird die ärztliche Schweigepflicht damit am Ende angetastet? Es gibt ja einige Ausnahmen davon, wenn ein höherwertiges Rechtsgut konkret gefährdet ist, wenn eine schwerwiegende Straftat geplant ist. Was möchte die Landesregierung mit dieser Änderung erreichen? Und da bin ich auf Ihre Argumentation echt gespannt. Bislang habe ich nichts davon gehört. Na ja, machen wir uns doch nichts vor. Wer hat es denn geschrieben? Das haben wir doch jetzt mitgekriegt. Und eine Ansage dazu haben wir nicht gekriegt. In Zusammenhang mit einer Gesetzesänderung sollte eigentlich evaluiert werden, wie der Rettungsdienst aktuell funktioniert, wie sich Einsatzzahlen entwickeln, ob die Strukturen sinnvoll sind oder geändert werden müssten. Dazu gibt es nichts von der Landesregierung. Wir wissen aber, dass die Einsatzzahlen steigen und dies nicht nur mit einer älter werdenden Bevölkerung zu tun haben. Wir wissen, dass sich die Einsatzzahlen in den Landkreisen sehr unterschiedlich darstellen. Zumindest die Landesregierung weiß aber nicht, warum. Wir wissen, dass mit Notfallambulanzen in Krankenhäusern, Bereitschaftsdienstzentralen der niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen, den Rettungsdiensten eine für die Bevölkerung unübersichtliche Struktur existiert, die dazu führt, dass viele an der falschen Adresse landen und die Einrichtungen überlastet sind. Eine Auswertung, eine seriöse Auswertung dieser Entwicklung und eine Erörterung darüber, die wäre notwendig gewesen, bevor man so eine Gesetzesnovelle angeht.
Aber stattdessen ändert man dann lieber Datenschutztatbestände, von denen wir nicht genau wissen, warum sie geändert werden sollen. Ich finde, seriöses Arbeiten geht anders. Ich bin sehr gespannt auf die Anhörung an der Stelle. Aber das ist ja zu befürchten, geht auch im Hoppla-Hopp, weil sich nach der Sommerpause dann in einem Ausschuss die Anhörungen drängen, weil mal wieder nur auf die letzte Minute gearbeitet worden ist. Das hätten wir uns hier ersparen können, wenn Sie Ihre Arbeit ordentlich machen würden. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. Dr. Blechschmidt, FDP-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Ja, ich habe auch formal bei ersten Durchblick mir Gedanken gemacht, ob man nicht von der Landesregierung einen Gesetzentwurf hätte erwarten können und müssen. Ich habe dann aber überlegt, dass das schon ein wichtiges Thema ist, wo vielleicht der andere Weg sogar der richtige ist, dass wir das für uns alle, und das ist ja kein politisches Thema, sondern ein gesellschaftlich getragenes Thema, wichtiges Thema, in einer entsprechenden Anhörung im Ausschuss beraten sollten und vielleicht das eine, wenn aber, sprechen sollten und auch erörtern sollten, weil es themenangebracht ist. Deshalb formal Kritik ja, rein materiell sage ich, es ist vielleicht die Gunst der Stunde, sich des Themas etwas parlamentarisch mit der Wichtigkeit des Themas auch genauer anzunehmen, parlamentarisch anzunehmen und das entsprechend zu würdigen, was meine Vorredner auch gemacht haben. Und eine Besonderheit ist ja, Herr Pfaff-Greifenhagen, auch herzlichen Glückwunsch zu der Jungfernrede. Das ist ein wichtiges Thema, dass die Jungfernrede zu so einem Thema halten könnten, ist schön. Wir werden ja heute nicht zustimmen, das war der letzte Satz, sondern wir werden in die Gesetzesberatung eingehen. Und die Gesetzberatung werden wir dann noch einmal auch als FDP zum Anlass nehmen, das eine oder andere zu hinterfragen, zu würdigen, so wie ich das auch eingangs dargestellt habe. Dank an die Rettungskräfte, ja, das gehört an erster Stelle. Das möchte ich auch für die FDP ausdrücklich hier betonen. Ich glaube, dass die Arbeit ganz groß ist und von jemandem, der das nicht persönlich erlebt hat, ich bin nicht im Rettungsdienst gefahren, habe dort nicht das entsprechende erlebt, einfach nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Vielleicht kann im Kontext der Beratung dann auch noch einmal die kleine Anfrage des Kollegen Rock, der auch für das Thema eigentlich verantwortlich ist, vom 29.05. aufgegriffen werden, wo auch hier eine AG Fachkräftemangel im Rettungsdienst ja schon Arbeit eingerichtet wurde und das entsprechend eingespeist werden kann, dass wir auch noch einmal das, das haben auch die Vorredner angekündigt, was mit dem Amt, mit dem Beruf des Rettungssanitäters zu tun hat, auch entsprechend noch einmal würdigen können und hier in die Beratung mit einbeziehen können. Das Thema, meine Damen und Herren, und das sage ich für die FDP, aber ich glaube für alle hier im Parlament Vertretenen, ist ja ein von uns allen getragenes gesellschaftliches Thema. Der Kollege Rock ist, wie ich auch, Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz. Ich habe im Hochtaunuskreis mit dem Kollegen Bellino und mit Herrn Wanser viele, viele Jahre im Kreisvorstand zusammengearbeitet. Die beiden sind noch im Kreisvorstand tätig. Und das gilt bestimmt auch für die einen oder anderen Fraktionen, die in dem einen wie ehrenamtlichen Bereich tätig sind, wo wir all das honorieren und auch ehrenamtlich mittragen, was hier an Arbeit geleistet wird. Ich erhoffe mir von der Beratung, dass das mit einfließt, dass die Punkte gegeben sind. Das Thema aufzurufen ist mit der Thematik schon angesprochen worden, dass die Anpassung der europäischen Dienstleistungstransitionsrichtlinie, die Aufgaben des Rettungsdienstes werden weitergefasst und im Kontext des Bevölkerungsschutzes gestellt und die Position des ärztlichen Leiters Rettungsdienst wird gestärkt. Ich habe nur mal drei Beispiele rausgegriffen, um die Bedeutung der Angelegenheit als solches zu betonen. Ich wünsche mir, ungeachtet dessen, wer das Thema jetzt startet, macht und tut, eine gute parlamentarische Beratung, die dem Thema gerecht wird, und dann insbesondere die Arbeit der Ehrenamtlichen und all die dort erwähnt sind. Wir haben ja auch eine Privilegierung im Gesetz vorgesehen, die wichtig ist, auch im EU-Kontext wichtig ist, noch einmal entsprechend würdigt und dass vielleicht in der zweiten Lesung das eine oder andere, was jetzt formal begründet ist, materiell getragen wird, wenn im Nachhinein vielleicht alle feststellen, dass der aufgegriffene Weg im Zusammenhang mit dem Rettungsdienstgesetz sogar der richtige Weg ist, um das Thema richtig hier parlamentarisch zu würdigen. Das Thema hat es verdient. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Dr. Blechschmidt.
Es spricht für die Landesregierung Staatssekretär Dr. Dibbel. Bitte. Meine Damen und Herren, Kollege Rudolph, wir kommen alle mal durcheinander, das gibt es. Der Kollege Dr. Dibbel hat sich zu Wort gemeldet. Die Landesregierung kann sich immer zu Wort melden, das wissen Sie. Sie können danach sprechen, wenn Sie wollen. Kann jeder gerade machen, was er will, solange wir es zugestehen. Na? Kollege Dr. Dibbel, bitte sehr, Herr Staatssekretär. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich werde natürlich jetzt nicht noch einmal die Rede vortragen, die ich zu Anfang hier gehalten habe. Es ist ein kleiner Fehler passiert. Wir haben uns gerade noch einmal verständigt. Der vorhergehende Präsident Dr. Wilken hat mich aufgerufen. Ich höre natürlich auf einen Präsidenten und habe dann quasi geredet zur Klarstellung. Zum Zweiten. Ja, Fehler macht jeder. Meine Damen und Herren, wir machen doch alle Fehler, außer dem Präsidium hier oben, und deshalb hören Sie doch dem Doktor zu. Also jeder macht Fehler, und ich auch, und die gebe ich gerne zu. Vielleicht war ich zu erwartungsvoll für die Rede, lieber Herr Rudolph. Von daher haben wir uns verständigt. Ich will aber noch etwas anderes sagen. Das hört sich immer so an, als ob die Fachabteilung des Ministeriums nicht so in dem Kontakt, in den fachlichen Gesprächen natürlich mit denjenigen ist, die den Rettungsdienst und die Leitstellenfunktion ausüben. Das findet regelmäßig statt, und natürlich lassen wir auch in die Diskussion einfließen und in denke ich auch in die Nachbereitung, die praktischen Dinge, die dort im Grunde genommen zu regeln sind. Das will ich ganz allgemein mal hier feststellen. Der Austausch dient dazu, Veränderungen herbeizuführen. Vielleicht noch eine Information für Sie, aber Sie wissen es sicherlich auch. Das Notfall-SAN-Gesetz ist ein Bundesgesetz. Wenn da etwas verändert werden soll, CDU, CSU und SPD regieren in Berlin, dann muss man sich verständigen, ob wir hier einen Weg gemeinsam suchen. Als Zweites ist es so, mit den Leitstellen, die Zusammenlegung Leitstellen-Notdienst, das geht nur mit der KV, das kann man nicht per Gesetz verordnen. Das wissen Sie auch, Frau Sommer. Ich will es nur einfach mal hier noch einmal darlegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Debatte. Wir werden den Gesetzentwurf der Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Vorbereitung der zweiten Lesung dem Fachausschuss überweisen. Kein Widerspruch, dann ist das so gemacht. Wir werden jetzt am Ende der Vormittagssitzung, machen wir bis 15 Uhr Pause. Ist das der allgemeine Wunsch? Kann man sich noch ein bisschen besser erholen? Ja. Dann, meine Damen und Herren, bedanke ich mich für Ihre freudige Bereitschaft heute Morgen. Die Sitzung wird fortgeführt um 15 Uhr. Jetzt machen wir erst einmal Pause.